Hallo zusammen, hier ist wieder Heutchela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar muss ich jetzt hier noch ein Trinket 5, umziehen, 4, denn ich 3, möchte jetzt 2, hier 1. einen Key laufen zu tauschen mit das. Oh fuck, jetzt habe ich meine Inka nicht gezogen. Ich Vollidiot. Haben Sie mich nicht gesehen? Laufen Sie Ah. zum Kammerdiener. Ah. Holen Sie Schlüssel zum Azeritlager und zum Geiseltrakt. Um seinen Hals. Wir kümmern uns um die Wachen. Ihr könnt schon vor zum Kanal gehen. Durch den Kanal solltet ihr immer noch ins Gefängnis eingehen können. Will hier am Anfang ein paar Mobs machen. Hat den Hintergrund, weil du drin ja ziemlich viel skippen kannst. Hätte ich natürlich eigentlich eine Pre-Inka ganz gut brauchen können. Okay, die hauen doch besser rein, als ich dachte. Also die Krabben und die Krokos. Die casten natürlich alle gleichzeitig ihren Shit, ne? Also eigentlich machst du die ja nicht, hat aber folgenden Hintergrund, warum ich die jetzt hier wegmache, weil du ja einiges skippen werden können wirst mit dem Dings da, Bumster. Mit den Säulen, und ich war jetzt hier natürlich noch nicht drin mit den Säulen, deswegen habe ich auch keine Ahnung, wie viel man skippen kann. Mal schauen, also hier steht nämlich gleich schon mal die erste. Das sieht schon ganz gut aus. Wahrscheinlich kannst du dann auch hier einiges machen, komplett durchskippen und dann am Ende mit den Kanonen alles zu Brei schießen. Dann gibt es bestimmt wieder irgendwelche krassen Taktiken, schätze ich zumindest. Legen wir sie einmal auseinander. Muss immer so aufpassen. Für PvP habe ich mir ein Shapeshift-Makro gemacht, ne? Und teils komme ich da drauf und dann ist das ein bisschen ätzend. Okay, jetzt passt das. Jetzt können wir den Boss machen. Three, two, one. Haben wir hier auch ein bisschen Platz, ne? Normalerweise spiele ich die tatsächlich überhaupt nicht. Oh fuck it, okay, da sind wir jetzt ein bisschen eingewoidet. Die Instanz ist halt ätzend bei ein paar Affixen, finde ich. Sowohl bei Necrotic ist die halt übelst ätzend, als auch bei, ja, bei diesem ganzen, als auch bei den ganzen Effekten, die halt drauf abzielen, dass du spreaden musst. Und das ist halt einer davon, ne? Von diesen Spread-Effekten. Weil du halt echt wenig Platz in Tol'Dorgor hast. Aber der Schaden sieht ganz okay aus. Der Hunter ist ein bisschen slow im Damage. Hütet euch. Ah, fuck, okay. Naja, da darf ich immer auch nicht casten, ne? Fuck, wir dürfen die einen Mobs nicht adden. Ich ziehe ihn jetzt lieber mal ein bisschen hinten, ne, raus. Weil da sind diese Flugviecher schon rumgeflogen. Ja, jetzt nichts adden hier. Euch. Jetzt wäre ich fast in die Sandfalle rein. Das war eine close Angelegenheit. Hütet euch. Na komm, lass ihn umboxen, warte mal, ich könnte. Naja, scheiß drauf. Ich nehme den Effekt jetzt hier nicht runter. Ja, es wird geedit. Macht er jetzt hier? Ich weiß gar nicht, ob die so Lachen hinterlassen. Ach so, wir haben den Rogue, der da gerade aufmacht. Ach ne. Hat er aufgemacht? Ja, er hat aufgemacht. Okay. Können wir jetzt vielleicht ein bisschen was skippen?
Okay. Und der nächste Obelisk, der ist da oben. Würde ihn einfach jetzt hier killen. Also das lief jetzt bis dahin relativ gut sogar. Aber mal schauen. Ich habe hier in der Innie immer schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht, tatsächlich. Kommt jetzt eigentlich hier das Motorrad her, aber so im engen Gang? Gar nicht. Okay, da wird es jetzt schon Abfuck hier. Jetzt extra Inka noch aufgespart, weil der nächste Pull wird ein bisschen ätzender, tatsächlich. Die müssen wir soweit mal ein bisschen wegmachen. Dann werden wir jetzt gleich richtig viele Lachen haben. Wir natürlich hinter uns schon lachen. Aber ja. Das wird richtig ätzend. Oh, weia. Ja, das ist halt ein bisschen die Kacke, wenn du wenig Platz hast, ne? Und mal gucken, dass wir die andere Partner auch noch pullen. Ja, aber wohin jetzt? Ach ja, ich bin extra nicht rausgelaufen, das hat er noch mehr gepullt. Bro. Wir müssen die Kleinen hier killen. Aber ja, wir werden halt so zugevoidet. Wir haben halt keinen Platz mehr. Wir können nicht alle Voids ablegen. Kannst halt nichts machen. Es ist halt so gevoidet hier. Weil der DH hier hingelaufen ist. Ich bin extra da oben stehen geblieben. Jetzt ist auch noch der Proc da. Ja, der darf jetzt nicht sterben. Ja. Dann haben wir hier halt nochmal Void aus der Hölle. Die nächsten, die geedit sind. Also jetzt würde ich einfach zurücklaufen mit dem ganzen Shit. Weil die Mobs laufen halt hier alle weg. Das ist halt auch nur das Problem. Aber die hätte man dann einfach mit dem Hunter Range finishen müssen. Okay, jetzt hier die Buffs holen. Der jetzt gerackt, der Heiler? Haben wir natürlich da auch einen großen Pool. Ja, müssen wir schnell durch, hilft nichts. Wir haben halt die ganzen Buffs jetzt nicht mitgenommen. Ich dachte, der eine hat Schlüssel, aber gut, bevor ich jetzt dann ewig warte.
Den können wir dazu pullen eigentlich. Kriegen wir da halt nicht raus. Vielleicht LOS'en? Ja. Was eine Scheiße. Diese dummen Steinewerfer, echt. Okay. Ja gut, ich hätte gleich runterlaufen sollen, gleich alles LOS'en. Kostet halt nur Zeit. Achso, warte, ich zieh die mal zurück. Musst du den jetzt da reinkicken? Hat der Faxen gemacht, aber die Voids liegen. Ja, super. Läuft der natürlich nur nach. Muss den jetzt so weit hinter wie möglich ziehen, dass wir die Void hinten ablegen können. Sonst haben wir da keinen Platz mehr. Dann den doch nicht. Das ist mein Ziel, die möglichst weit hinten abzulegen. Okay. Müssen die alle halt wegmachen, sonst wolltest du halt bloß unsinnig alles. Mit dem Void-Shit wird halt so richtig ätzend hier. Versuche jetzt halt hier drin alles zu voiden, dass wir da draußen jetzt nicht so das Problem haben, weil da muss dann der Boss und alles durch. Will halt vermeiden, dass sich die dann wieder alle vollziehen. Ah, das kann ich jetzt nicht gebrauchen. Also ich habe jetzt einen Haufen unnötige Mobs hier getötet, aber es hilft halt nichts. Nix haben wir dann hier ein bisschen Platz. Okay, das ist schon wieder despawned. Lol. Okay. Das war nix. Ja, sie haben halt alle ein Schild jetzt abgekriegt. Ah. Die müssen wir LOS'en, das hilft alles nix. Wo sind denn die anderen jetzt? Achso, die sind in dem... Muss die hier hinter LOS'en. Es war jetzt halt blöd, dass die einen Mob sich geschildert haben. Machst du halt nix. Ne, nicht nochmal ein Schild.
Fuck, jetzt haben wir die Nonnelith. Ich wusste, ich hätte sie wegmachen sollen. Das ist jetzt gerade ein ziemlich verhunzter Pull gewesen. Komm, ich laser den jetzt noch tot. Das ist halt so ätzend. Die laufen halt alle weg und dann rennen sie halt wieder in den Scheiß rein. Du hast wieder alles zugevoidet. Ja, gut. Ja, wir müssen sie wegmachen, sonst hast du die Voids im Bosskampf. Das kannst du fast hier nicht machen. Fuck, jetzt rennt der da noch zum Boss rein. Lieben wir den da noch so ein bisschen, okay. Okay. Okay, er hat gepult. Jetzt werden wir uns halt schwer tun zu LOSen, ne? Er wird halt auf jeden Fall da durchrennen. Jetzt steht er halt in der Suppe drin. Es ist halt jetzt. Das ist halt jetzt echt schlecht. Jetzt stehe ich natürlich. Natürlich im Auge dabei. Ah. Was heilt sich jetzt halt hier wieder durch die Flächen hoch? Aber ich spare jetzt mein Dings auf. Ach, der Hunter. Bro. Warum? Ich hab extra noch einen Raw gezogen. Kann er hier nicht releasen? Der Hunter released halt nicht. Warum released er nicht? Ach, ja richtig, darf er da mal nicht casten, ne? Ich habe halt eigentlich sonst keine Cast, bis auf dieses Trinket. Das darf ich dann auch nicht usen. Wenn ich es natürlich genau da dann einsetze, dann werde ich interrupted. Natürlich suboptimal. Achso, ich habe Inka gar nicht. Oh, fuck it. Ich ziehe hier mit Ding durch und Inka ist nicht gezogen. Bitter, bitter, bitter. Den kann ich nicht mehr interrupten, desorientieren. Aus der Gestalt wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ihn ein bisschen hochziehen. Den einen kann ich nahe drunter kicken. Jetzt kicken wir den. Das hat den Worry gekillt. Ah, die muss ich da wegziehen. LOS mal hier, weil ich tue hier jedes Mal durch die Wand. Adden. Um den ein bisschen rauszudrehen, den einen Dude.
Und ich weiß halt schon, dass ich durch die Wand teilweise durchedde. Normalerweise würde ich mich möglichst da hinstellen, aber das geht halt leider nicht. Mit meinem Hauen schlage ich durch die Wand durch. Das ist so ätzend. Da muss natürlich jetzt ausgerechnet das Auge spawnen. Pillar. Könnt ihr hier noch die Wand aufmachen? Muss den ein bisschen wegkippen, kicken, dass mein Stack resettet. Weil der haut tatsächlich ganz schön rein. Okay, jetzt können wir weiter. Die vier sind tot. Ah, vier. Komm mit. Ich bin wieder oben. Hier müssen wir rein. Wir den einfach hier töten, da sind wir relativ safe. Haben wir denn 73%? Dann müsste. Oh, da müssen wir mal raus. Da bin ich da draußen? Ach komm, da war ich gerade nicht draußen. Scheiße. Ich muss laufen, das hilft nichts. Ach fuck, ich dachte, ich war draußen. Ich hasse das, dass diese Texturen nicht durch den Boden durchgehen. Das ist so ein Rotz, ich sag's euch. Warte mal, Stealth Detection, ja, haben sie, ich muss Dings machen. Ja, das war jetzt richtig Fail von mir. Ich dachte, wenn ich da ganz oben dran bin, dass ich draußen bin, aber du siehst es halt schlichtweg nicht, wie groß die Fläche ist. Das ist halt so ein bisschen Kacke, weil Blizzard halt nicht hinkriegt, dass sie mal die Texturen von so AE-Effekten, wenn die irgendwie in eine Ebene gehen, wo es halt höher oder tiefer ist, dass die halt richtig angezeigt werden, ne? Werden sie halt einfach nicht. Oder jetzt die Kanone? Ne, benutzen die Kanone nicht. Ich hab mir jetzt extra so hingestellt, dass sie reinschießen können. Ah ja, gut, okay. Ja, der eine ist halt jetzt in der ganzen Ding drin. Zieh den mal um die Ecke, dass er da rauskommt. Warte mal, was kommt da? Ah nein, die Instanz buggt halt schon wieder. Das ist wieder irgendeine Gruppe. Alter. Fuck, jetzt bin ich halt hier noch. Irgendeine Gruppe ist jetzt durch die Wand wieder durchgeedet. Die kriegst du jetzt halt auch nicht mehr zusammengezogen. Weil da an der Ecke zum LOSen. Fuck, da kommen halt noch mehr. Ja, das ist halt. Ist halt jetzt RIP, ne?
Ich hasse diese Inni so, weil sie halt so am Rumbacken ist. Die sollen halt die Wände so machen, dass du dann nicht mit der Kanone durchschießen kannst. Jetzt haben wir wieder den halben Laden hier geedit. Weil Blizzard halt nicht hinkriegt, die Instanz vernünftig zu designen. 10 Minuten haben wir noch, mal gucken, ob das was wird. Halt so ätzend. Mann, jetzt, wann kommt denn der da um die Ecke rum? Ich glaube gar nicht. Wir haben jetzt noch 9 Minuten, keine Ahnung. Wenn wir uns jetzt richtig gut anstellen, könnte es vielleicht sogar noch reichen. Alter, warum krieg ich jedes Mal diesen Kack-Debuff? Hütet euch. Wo ist der im Himbrafen? Okay, nach draußen. Passt. Okay, hier in der Ecke ist immer noch gut. Na, komm halt mit jetzt. Alter, okay, das wird haarig. Hütet euch. Na super, jetzt muss dann natürlich wieder das Ding kommen. Geh einfach ganz hier in die Ecke. Ja, gut, mit Dena Fix ist natürlich hier das Kuscheln immer nicht so nice. Wenn ganz bis zum Boss damit laufen. Ja, kicken müssen wir sie schon. Obwohl, aber es müsste sogar reichen damit. Okay, wir haben nur 6 Minuten. Wenn wir den töten, dann müsste es eigentlich reichen. So, wir haben. Aber da oben ist sogar noch ein Obelisk? Nee, wird gar nicht angezeigt. Ich glaube, den sehen wir einfach nur so. Alter. Kackviech, echt. Ich glaube, ich spare mir die CDs für den Endboss auf. Aber es ist ja kein Boss-Buff-Woche, also eigentlich dürfte jetzt der Endboss nicht so sonderlich hart werden. Eigentlich. Achso, er meint nur ein bisschen mehr moven. Müsste passen. Three, two. One.
Hütet euch. Hütet euch. Du siehst es hier oben als Tank, ne? Ist das so ätzend, ich sage euch das. Das ist das Ätzendste, was es gibt, weil du nichts siehst. Du siehst absolut nichts da oben. Also mit diesen Einschlägen zum Ausweichen. Dieses Hell-Dunkel siehst du halt auch in diesem Holz. Da oben reingebackt halt echt eher fast gar nicht. Habe ich überlebt das eigentlich. Also, hier. Wo ist jetzt hell? Hier ist hell. Alter, das da oben wäre auch hell gewesen. Ich habe es aber null gesehen hier. Gut, vielleicht bin ich einfach selber da auch zu schlecht für, ne? Das mag natürlich auch sein. Alter, voll rausgefeuert. Ja, ich war anscheinend wieder richtig gestanden. Also hier, ne, mit der Kameraperspektive, keine Ahnung. Das ist halt teilweise fast ein bisschen mehr raten, als wirklich richtig stehen. Aber bis jetzt lief's gut. Wir haben uns bis jetzt nicht treffen lassen. Haben sogar noch eine Wall über. Okay. Hui, was haben wir geintimed mit der Random-Gruppe? Sehr schön. Sich gekriegt, einen Ring. Der ist gut. Mit Vielseitigkeit, der ist besser als den ich habe. Der ist ziemlich... sogar mit Lifestyle, ja. Der ist ziemlich gut, der Ring. Der ist tatsächlich ziemlich gut, ja. Ja, rausgekriegt. Naja, gut. Also den können wir auf jeden Fall anlegen. Ach, den habe ich schon. Scheiße, das ist genau der Ring. Ach, verdammt. Schade. Ich dachte jetzt, dass ich einen anderen Ring noch habe. Jetzt habe ich den gleichen gekriegt, den angelegt. Ja, verdammt. Hätte ich lieber mal vorgeguckt, dann hätte ich noch traden können. Zu früh gefreut. Naja, das war's mit dem Run, ne? Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.